Herzlich willkommen, Freunde, zu einer erneuten Projektanalyse. Heute schauen wir uns mal wieder einen einzelnen Coin an, und zwar handelt es sich hierbei um Near Protocol. Wir werden uns anschauen, was kann das Projekt, wo liegen Stärken, wo liegen Schwächen, beziehungsweise auch wie funktioniert das Ganze, und wir werden natürlich auch so ein bisschen unsere eigene Meinung einfließen lassen. Aber Freunde, wie immer gilt, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, das Ganze dient wie immer nur zur Unterhaltung. Das heißt, wir schauen uns das Ganze nur an und zeigen euch eben, wie wir das Ganze finden. Aber Freunde, wenn ihr uns zeigen wollt, wie ihr das ganze Video hier findet, dann lasst uns doch gerne ein Like da, lasst uns ein Abo da, um weitere solche Videos nicht zu verpassen, und ansonsten kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe rein. Dort schauen wir uns einige Projekte auch nochmal im Detail an, beziehungsweise wenn ihr Fragen zu Projekten habt oder zu bestimmten Charts, könnt ihr diese natürlich sehr, sehr gerne stellen. Wir versuchen euch da immer so gut wie möglich zu helfen, aber Freunde, an der Stelle würde ich sagen, starten wir doch direkt rein ins Video. Und ihr seht es schon im Hintergrund, die Website sieht fabelhaft aus, also ich meine, sie sieht wirklich sehr clean aus. Das heißt, wir sehen hier gleich, worum es geht. Das Ganze ist nicht zu überfüllt. Und man muss halt einfach sagen, heutzutage ist auch sowas sehr, sehr wichtig, denn das Ganze ist ja wie eine Art Visitenkarte für das ganze Projekt. Ansonsten im Großen und Ganzen ist das Ganze eine dezentrale Layer 1 Blockchain mit dem Schwerpunkt auf Entwicklerfreundlichkeit. Und ja, natürlich haben wir schon einige Layer 1 Blockchains, aber sie wollen eben herausstechen, indem sie eben auf die Entwickler zugehen. Und die sind ja im Grunde genommen auf dieser Layer 1 Blockchain so die wichtigste Instanz, denn eben diese bringen erst wirklich Nutzen in das ganze Ökosystem und von dem her meiner Meinung nach zumindest ein richtiger Schritt in die Zukunft. Aber Freunde, springen wir doch mal auf die Basics, das heißt die Tokenomics, schauen wir uns mal ganz kurz an. Und wir sehen eben schon, wir sind hier auf Platz 30 nach CoinMarketCap, das heißt jetzt auch kein kleines Low-Cap-Projekt, sondern doch eher im High-Cap-Bereich angesiedelt. Wir haben hier eine Market-Cap von knapp 3 Milliarden und ein 24-Stunden gehandeltes Volumen von ca. 115 Millionen US-Dollar auf Platz 43. Nicht herausragend, aber immer noch in einem grünen Bereich, sage ich mal. Ansonsten haben wir hier noch einen Total Supply von aktuell 1,175 Milliarden und davon sind tatsächlich auch schon 1 Milliarde draus. Das heißt, auch hier kommt jetzt nicht mal viel um die Ecke, dass jetzt hier nochmal irgendwie 5, 6, 700 Millionen auf den Markt geworfen werden. Nein, das meiste ist eben schon draußen. Ansonsten gibt es doch zu sagen, dass wir hier einen ganz normalen Utility-Token haben, beziehungsweise was heißt normal, denn es gibt hier schon ein, zwei Dinge, die nochmal interessant sind. Und zwar haben wir eine 70-prozentige Burn-Rate bei den Gas-Fees und 30% Entwicklervergütung. Das heißt, falls die Transaktion mit einem Smart Contract interagiert haben, dann gibt es für den jeweiligen Entwickler eben eine 30-prozentige Vergütung davon, und auch das steigert natürlich das Incentive für die ganzen Entwickler, auf diese Plattform rüberzukommen. Man merkt also auch hier schon wieder, sie wollen mit den Entwicklern einfach Hand in Hand gehen. Und ansonsten natürlich das ganz normale, wir können das Ganze staken, die Coins sind für die Transaktionen nötig und eben das Thema Governance, also das bleibt wie immer alles beim Alten. Und natürlich schön zu sehen ist halt, dass diese Gas-Fee-Nachfrage durch eben genau diesen Burn-Mechanismus steigern kann. Das heißt, wir haben das ganz normale Angebot und Nachfrageprinzip. Hier kann es eben gegebenenfalls vor allem in einem Bullrun zu diesem Angebotsschock kommen. Das heißt, wenn das Angebot auf den Börsen wieder knapp wird, aber das Ganze in den Hype kommt und viele Leute eben was von Near abhaben wollen, dann haben wir eben ein sehr geringes Angebot und eine starke Nachfrage. Und dadurch können eben vor allem, weil die Preise auf den Börsen gebildet werden, sehr, sehr starke Anstiege kommen. Und an der Stelle, Freunde, wenn ihr euch optimal auf den nächsten Bullrun vorbereiten möchtet, dann checkt gerne unsere Telegram-Gruppe ab. Diese ist wie immer komplett kostenlos. Wir sind da wirklich täglich im Austausch mit euch, versuchen euch da bestmöglich weiterzuhelfen, teilen natürlich auch unsere Marktprognosen bzw. Chartanalysen, sei es zum Bitcoin oder aber auch zu den Altcoins, natürlich aber auch zu Coins, die ihr euch vielleicht sogar wünscht, aber eben auch, wann wir ein- und verkaufen, welche Projekte wir uns vielleicht sogar anschauen und noch vieles mehr. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, kommt da sehr gerne rein. Was macht dieses ganze Projekt aber noch so interessant? Und hier kommt das Near Protocol eigene Sharding ins Spiel, denn das Transaktionsvolumen wird erhöht, indem einzelne Datenpakete in sogenannte Shards aufgeteilt werden. Und hier bei Near benutzen wir eben ein sogenanntes Nightshade, bei dem mehrere Transaktionen parallel abgewickelt werden. Und diese können sich eben dynamisch an die Nachfrage der Nutzer anpassen. Das heißt, auch hier können wir variieren, je nachdem, wie viel Transaktionsvolumen denn aktuell wirklich da ist. Und auch nochmal zum Thema Nutzerfreundlichkeit. Sie nutzen eben Java und Rust. Und das sind eben so die gängigsten Programmiersprachen, beziehungsweise haben sie auch einen eigenen Baukasten. Das heißt, auch das wird das Ganze nochmal einfacher machen. Und wie bereits erwähnt, versucht Near Protocol eben eine Lösung für das Problem der Skalierbarkeit von Blockchains anzubieten. Wie gesagt, das kennen wir auch von anderen Layer 1 Solutions. Dies geschieht eben durch diese Implementierung dieses einzigartigen Sharding-Mechanismus, was bei denen eben Nightshade ist. Das heißt, falls der ein oder andere es jetzt noch nicht ganz geblickt hat, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass beim Sharding das Netzwerk in kleinere Fragmente oder beziehungsweise eben diese Shards aufgeteilt wird, und auf diese Weise wird eben die Rechenlast, die für diese Transaktionen eben benötigt werden, reduziert, da eben ein bestimmter Knoten
bestimmten Punkt in diesem System nur den Code ausführen muss, der eben für diesen einen Chart oder dieses kleine Datenpaket eben relevant ist. Daher können diese Datenpakete eben auch parallel miteinander Berechnungen durchführen und das Ganze beruht eben am Ende des Tages einfach auf einem Proof-of-Stake-Mechanismus. Das heißt, auch das sollte euch kein neuer Begriff sein. Und was mir bei NIR noch so aufgefallen ist, dass wir hier im Grunde genommen eine dezentrale Anwendungsplattform haben und diese eben mit dem Ziel geschaffen wurde, eine von der Gemeinschaft betriebene Cloud-Computing-Plattform mit Schwerpunkt auf eben genau diese Entwicklerfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu setzen. Am Ende des Tages haben wir hier einfach eine dezentrale Anwendungsplattform mit dem Ziel eben eine von der Gemeinschaft betriebene Cloud-Computing-Plattform mit eben auch dem Schwerpunkt auf Entwickler und Benutzerfreundlichkeit zu sein. Das heißt, wir versuchen hier durch ein gutes Ökosystem und faire Bedingungen am Ende des Tages die Benutzer, die wir für so eine Layer 1 benötigen, auf das ganze Ökosystem rüberspringen zu lassen. Und das machen sie am Ende des Tages einfach wirklich gut. Das sieht man auch in den ganzen Benutzerdaten, die jetzt über die letzten Monate hinzugekommen sind. Und was man auch sagen kann, ist, dass NIR bei verschiedensten Investmentrunden auch in der letzten Zeit mehrere hunderte Millionen einnehmen konnte. Und vor allem für solche Startups, was im Endeffekt diese ganzen Krypto-Projekte irgendwo noch sind, ist eben genau dieser Cashflow von Vorteil, vor allem wenn es Richtung Bullrun geht und viel natürlich auch für Marketingzwecke, aber eben auch für das ganze Ökosystem genutzt werden wird. Und von dem her gibt es einfach sehr, sehr viele Zeichen seitens NIR, dass wir hier eine riesen Zukunft vor uns haben werden, weil wir einfach einen schönen Token-Use-Case haben. Wir haben ein gutes Ökosystem, was viele Entwickler und Benutzer auf die Plattform rüber migrieren lässt. Das heißt, auch hier können wir durch Anwendung steigen, weil wir einen wirklichen intrinsischen Wert bieten. Aber ansonsten, Freunde, würde ich sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Einblick auf dieses Projekt geben und dass ihr einen Mehrwert daraus ziehen konntet. Ansonsten, Freunde, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns gerne ein Like und ein Abo da lasst. Und wenn ihr mehr Infos zu solchen Coins oder eben den Charts dazu haben möchtet, dann kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe rein. Wie gesagt, dort posten wir wirklich täglich Content rein und auch wenn ihr Fragen habt, dann versuchen wir euch diese eben so gut wie möglich zu beantworten. Aber Freunde, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.